Während und nach der Testphase wollen wir ja messen, wie gut arbeiten wir eigentlich gerade. Das heißt, haben wir genügend Tester zur Verfügung, arbeiten die Tester effizient, können wir an irgendeiner Stelle noch was im Ablauf verbessern. Auch wollen wir Aussagen über unsere Software haben, stabilisiert die sich gerade, also wird die Zahl der gefundenen Fehler pro Aufwand weniger oder wird es immer mehr, also stabilisiert oder destabilisiert sich die Phase, die Software gerade. Und deswegen machen wir natürlich eine Testauswertung. Also, bei gescheiterten Testfällen handelt es sich hier nicht zwingend um einen Fehler, aber höchstwahrscheinlich um einen. Vielleicht hat der Test auch falsch getestet, vielleicht ist es eine Spezifikationslücke und das ist eigentlich kein Fehler, sondern sogar gewünschtes Verhalten. Also das heißt, man muss jetzt also bei jedem gescheiterten Testfall gucken, was machen wir jetzt mit dem Ergebnis. Und wenn wir uns, also der Tester sich dafür entschieden hat, es ist tatsächlich ein Fehler, dann müssen wir das Ding erfassen in einer Bug-Tracking-Software. Normalerweise würden Sie jetzt hier auch das GitLab verwenden und dann machen wir Tickets mit dem Label Bug. Das habe ich Ihnen gerade im letzten Video ja schon vorgeführt. Wenn wir einen Fehler gefunden haben, müssen wir überlegen, wie kritisch ist der denn? Ist das ein Systemabsturz oder sowas? Das heißt, ist das Testobjekt für die anderen Tester nicht mehr verwendbar? Wenn das der Fall ist, müssen wir sofort den Fehler reparieren, weil wir sonst können wir die ganze Testphase weglassen. Ist es nur so, dass eine wesentliche Funktion fehlerhaft ist, dann können wir eine Reihe von anderen Tests nicht durchführen, weil die wesentliche Funktion nicht funktioniert. Das heißt aber, die restlichen Testaktivitäten können weiterlaufen, nur die Tests für diese Funktion müssen eventuell ausgesetzt werden. Oder ich habe nur eine funktionale Abweichung oder eine geringfügige Abweichung, also sowas wie Schönheitsfehler, Komfortverlust und so weiter. Das entscheidet ja darüber, ob ich sozusagen, also wie schwerwiegend der Fehler ist. Man könnte noch eine zweite Kategorie sagen, wie hochprior ist, wird die Fehlerbehebung eingestuft. Also kann man sozusagen mit zwei Metriken arbeiten. Wir belassen es jetzt für unser Projekt aber erstmal bei der einen und sagen, naja, also wenn Systemabschluss kommt oder ein schwerer Fehler, wird auch sofort behoben. Man könnte, wie gesagt, theoretisch noch eine zweite Kategorie einbauen, wie wichtig ist die Fehlerbehebung, muss es sofort passieren oder später. Und diesen Fehler erfassen wir natürlich im Bug-Tracker. Und das ist ein bisschen Wissenschaft für sich. Dazu kommt auch nochmal ein eigenes Video, weil Sie müssen ja mit der Fehlermeldung, die Sie schreiben, die Bugger, also den, der den Fehler dann sucht, in die Lage versetzen, den Fehler auch zu finden. Häufig ist es ja so, dass der testet, nicht der ist, der den Fehler beheben soll. Das heißt, jetzt muss der Tester natürlich sein entsprechendes Wissen, also wie komme ich zur Absturzstelle, welche Situation hat da geherrscht, welche Umgebungsvariablen gab es oder so, muss ja der Tester in dieses Ticket mit reinschreiben. Und also auch das Ticket muss eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man zu der Absturzstelle gelangt oder zu dem Problem, was der Tester gefunden hat. Da hilft uns natürlich die Testspezifikation, weil die ja schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung liefert, die auch für den, der den Fehlerreparatur machen will, hilfreich ist, um diese Stelle entsprechend zu finden. Und eventuell kann man sogar weitere Testfälle im Umfeld dieses Fehlers noch darstellen und gucken, ob die dasselbe Fehlerverhalten zeigen. Was mache ich? Ich spare jetzt mal den Sprung wieder ins GitLab, sondern zeige Ihnen hier noch ein paar Screenshots. Das heißt, ich lege für jeden Fehler so ein Ticket an. Ich habe es leider keine Prioritätsfelder in GitLab gefunden. Das heißt, ich muss hier mit Labeln arbeiten. Ich habe jetzt hier sowas wie Priority, High, Medium und Low spendiert. Man könnte jetzt hier die Sachen von der vorherigen Folie, sowas wie Systemabsturz, wesentliche Funktionen, fehlerhaft, sowas kann man natürlich auch machen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit hier, zum Beispiel bei der Sortierung der Fehler nach den Fehlern mit der Priority High zu suchen beispielsweise und kann mir sozusagen dann auch bei den Überlegungen zur Reparatur dann anzeigen lassen, was sind denn die kritischen Fehler, die ich gerade habe oder die Sachen, die schnell repariert werden muss. Das heißt, hier habe ich sozusagen so Issue-List und kann dann danach sortieren. Man kann natürlich auch eigene Werkzeuge für das Bugtracking verwenden. Also man kann die Fehler jetzt, also wenn ich jetzt in GitLab bin, macht es jetzt keinen Sinn, noch in Jira aufzumachen wahrscheinlich oder in Redmine. Aber wenn Sie können natürlich jetzt komplett in Jira oder komplett in Redmine arbeiten und das sind natürlich auch Werkzeuge, in denen Sie die Fehler wunderbar verfolgen können und auch die Reparatur verfolgen können. Also eine Fehlermeldung ist jeweils ein Issue oder ein Ticket, je nachdem, wie die Sprechweise von den Werkzeugen sind. Und dadurch, dass ich das als Ticket erstelle in dem Werkzeug, mache ich es natürlich für mich verwaltbar, wie Sie schon gesehen haben. So, was mache ich dann mit der Fehlermeldung? Das
typischerweise würde das vielleicht der Projektleiter machen, wenn wir einen hätten. Sonst wird das wahrscheinlich der Product Owner übernehmen. Wir müssen bei den Fehlermeldungen einen Triage-Prozess durchführen. Also wie im Krankenhaus oder auf dem Schlachtfeld. Fehlermeldung kommt an und jetzt haben wir im Prinzip drei Optionen, wie wir damit verfahren können. Option 1 ist es sehr dringend. Test ist nicht mehr fortsetzbar, weil die Software ständig abstürzt. Das heißt, da müssen wir jetzt sofort jemanden herholen, der den Patch macht und auch das System, was wir testen wollen, sofort für uns patcht, damit der Test fortgesetzt werden kann. Das heißt, das wäre die einzige Situation, wo es auch erlaubt ist, das System an der Test während des Testens zu modifizieren. Sonst warten Sie immer die Testphase oder diesen Testzyklus ab und spielen dann am Stück alle Bugfixes ein. An der Stelle machen wir sofort einen Fix. Was können wir noch machen? Wir können sagen, wir kümmern uns später drum. Das kann sein, dass also dieser Bug einfach ein ganz normales Ticket wird und dieses Ticket wandert einfach in Product Backlog und Sie entscheiden beim nächsten Sprint oder vor der nächsten Auslieferung diesen Bug jetzt zu reparieren. Das heißt, das wird ganz normal eingeplant, wie jede andere Anforderung auch. Das bedeutet also, um so einen Fehler kann man sich später kümmern. Und wir können natürlich auch entscheiden, das ist Blödsinn, das ist entweder gar kein Fehler oder der Fehler ist nur ein Schönheitsfehler, das kann man auch so akzeptieren, also steckt man keinen Aufwand rein und deswegen lassen wir es einfach. Also wir machen nichts. Das heißt, wir haben also diese drei Entscheidungen, wir kümmern uns sofort drum, wir kümmern uns später drum, natürlich in systematischer Art und Weise oder wir kümmern uns gar nicht drum und akzeptieren das Ding einfach oder weisen es zurück. Ja, und wie gesagt, wenn Sie das als Ticket formuliert haben, wandert das jetzt wie jedes andere Ticket zu jeder anderen Anforderung oder jeder Task wandert einfach ganz normal über Ihr Development Taskboard, über das Taskboard zu Ihrem Meilenstein, wird also da ganz normal verarbeitet, wie alle anderen Elemente auch. Was mache ich noch? Das ist jetzt so ein bisschen schade in GitLab oder ich habe da keine schöne Möglichkeit gefunden. Jetzt müssen wir im Grunde ja zählen, wie viele Fehler wurden gefunden in der Testphase. Das heißt, wir brauchen eine Art Statistik. Und was zum Beispiel hilfreich ist, ist, wenn ich weiß, naja, wie viele Stunden Testaufwand auf der einen Seite finden, wie viele Fehler. Und wenn ich jetzt die Korrelation bilde und ich finde mit wenig Testaufwand sehr viele Fehler, dann ist die Software wahrscheinlich nicht besonders stabil. Wenn ich jetzt mit viel Testaufwand wenig Fehler finde, na gut, da kann ich natürlich auch schlechte Tests haben, keine Frage, aber dann habe ich vielleicht den Eindruck, dass die Software stabiler ist. Und ich habe natürlich auch einen Vollständigkeitsmaß drin. Ich habe ich alle Testfälle, die relevant waren, schon durchgetestet. Dann habe ich eine hohe Sicherheit. Wenn ich nur einen Teil der Testfälle durchexerziert habe, habe ich eine geringe Vertrauenswürdigkeit in die Aussagen über die Stabilität der Software. Was mache ich? Beispielsweise, zähle durch, wie viel von den Testfällen wurden bestanden und wie viele hatten Fehler. Also wie viel Prozent der Software funktioniert, kann man sagen. Kriegen Sie so eine ähnliche Statistik, kriegen Sie auch bei Unit-Tests in der Build-Pipeline. Ich kann die Zahl der gefundenen Fehler pro Testobjekt feststellen. Das heißt, auch da wäre wenn ich sozusagen mehrere Teilobjekte habe, mehrere Teilfunktionen, kann ich sagen, die Funktion ist besonders fehlerhaft oder der Bereich der Software ist besonders fehlerhaft. Ich kann gucken, wie viele Fehler ich davon schon repariert habe. Also ich habe so eine Reparaturquote und kann sagen, 80% aller Fehler schon repariert. Oder ich kann auch messen, wie schnell komme ich denn mit dem Reparieren nach. Also ich habe ja zwei Kurven sozusagen, die Zahl der gefundenen Fehler pro Zeiteinheit und die Zahl der reparierten Fehler pro Zeiteinheit. Und wenn jetzt mehr Fehler gefunden werden, als ich reparieren kann, dann habe ich eine Destabilisierung. Wenn ich mehr Fehler repariere, als gefunden werden, dann habe ich eine Stabilisierung. Ist ja relativ leicht nachmessbar. Und auch leicht grafisch darstellbar. Mit GitLab ein bisschen schwierig, als Statistik herauszulassen. Das sind natürlich, also spezialisierte Werkzeuge sind da natürlich hilfreicher an der Stelle. Und ich kann natürlich auch messen, wie viel Aufwand hatte ich, den Fehler zu reparieren, Aufwandserfassung, wenn ich das mache. Also da habe ich sozusagen verschiedene Kennzahlen, die mir dann helfen, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise, wenn ich mehr Fehler finde, als ich reparieren kann, dann muss ich wahrscheinlich mehr Leute beschaffen, die Fehler reparieren. Das ist ein Beispiel. Und was ich natürlich parallel mit dem Code immer auswerte, das mache ich sowohl in der Build-Pipeline, da kennen Sie es ja schon, da haben wir mit JUnit-Tests beispielsweise ja Coco mitlaufen lassen, hat eine Test-Coverage. So eine Test-Coverage kann ich natürlich auch mitlaufen lassen bei manuellen Tests. Also ich brauche hier irgendwann Gütemaße, wie vollständig habe ich getestet. Das eine kann sein, wie viel Prozent aller Testfälle habe ich ausgeführt. Das zweite könnte aber sein, wie viel Prozent aller Anweisungen habe ich durchlaufen. Also dass ich sagen kann, wann bin ich fertig mit dem Testen.
kann ich ja sagen, ich habe jetzt alle Anweisungen einmal durchgetestet und es sind keine schweren Fehler mehr drin, also liefere ich die Software. Und solche Schlüsse könnte man ziehen. Vielleicht da nochmal ganz kurz eine letzte Betrachtung. Das ist eine sehr bekannte Folie, die finden Sie in ganz vielen verschiedenen Foliensätzen wieder. Und zwar eine Aufdröselung zwischen Testqualität und Softwarequalität. Also hier die Grafik ist so zu verstehen. Ich habe jetzt hier einen Testaufwand. Ich stecke viel Aufwand ins Testen rein und wenig Aufwand ins Testen rein. Und ich habe eine hohe Softwarequalität und eine geringe Softwarequalität. Jetzt kann ich, die Frage ist ja, in welchem Quadranten befinde ich mich gerade mit meiner Software? Wenn ich wenige Fehler finde, kann es natürlich sein, dass meine Testqualität fantastisch ist und die Softwarequalität fantastisch. Dann finde ich natürlich wenige Fehler. Das wäre der Idealzustand. Aber damit die Aussage wenige Fehler gültig ist, muss ich sicher sein, dass meine Testqualität besonders gut ist. Denn was nicht passieren darf, ist Folgendes. Ich habe wenige Fehler. Und die Softwarequalität ist vielleicht zufällig tatsächlich gut, aber die Aussage ist sozusagen nicht besonders zuverlässig, weil meine Testqualität schlecht ist. Also das, da habe ich in dem Fall, in dem Quadrant habe ich noch Glück gehabt. Wo ich Pech gehabt habe, ist, ich habe eine schlechte Testqualität, finde wenige Fehler und die Softwarequalität ist marode. Das heißt, wenn ich das im Testen nicht finde, das ist ja meine Last Line of Defense, findet es der Kunde nachher in der Produktivsoftware. Das sollte eigentlich nicht passieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben es in ein Auto eingebaut und haben Sie eine riesen Rückrufaktion. Das wird richtig teuer. Wenn Sie eine marode Software haben und Sie haben eine gute Testqualität, finden Sie da ja viele Fehler. Das heißt, man sollte also anstreben, eine gute Testqualität zu haben, weil dann sind die Aussagen, die Sie über Ihre Software haben, valide und zuverlässig. Das heißt, dann können Sie sich darauf verlassen, wenn ich wenige Fehler finde, ist die Software super. Wenn ich viele Fehler finde, ist sie schlecht und ich muss sozusagen noch Bugfixing machen oder Stabilisierung. Wenn ich eine schlechte Testqualität habe, sind die Aussagen nichts wert, die ich daraus kriege. Sie müssen ja die Tests so machen, dass Sie zuverlässige Aussagen produzieren. So, das war so mal der grübe Überflug über das Thema Testen mit Mach 3. Also jetzt so ungefähr anderthalb Stunden Videostrecke. Da kann man viel, viel mehr machen. Test ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Man kann da ein bis drei eigene Vorlesungen dazu halten. Es gibt umfangreiches Material. Sie können sich auch zertifizieren. Also das German Testing Board gibt es. Es gibt mehrere Zertifikate raus, wo Sie jeweils Prüfungen ablegen können und Schulungen machen können. Also angefangen bei dem Certified Tester Foundation Level. Durchaus lohnenswert, weil Sie dann den Begriffsapparat kennen und die Verfahren im Detail kennenlernen. Ich donner hier ja, wie gesagt, nur mit Mach 3 über das Thema rüber. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und weiter geht's dann mit konkreten Testverfahren.